meinem heutigen Quicktip geht es mal um GoPro und gar ganz spezifisch um die Shortcuts. Shortcuts sind hier diese kleinen Icons, die ihr auf dem Bildschirm seht. Und die gibt es bei der Hero 8 und 9. Bei der 7er gibt es da zwar auch schon zwei davon, die lassen sich aber nicht anpassen. Und genau darum geht's. Die Shortcuts um die auf dem Display, die könnt ihr euch nach eigenem Bedarf sozusagen anpassen. Und das lohnt sich, denke ich mal, auf jeden Fall. Weil in vielen Fällen ist dort halt schlicht und ergreifend nicht das, was ihr jetzt wirklich braucht. Wichtig dabei ist, die Shortcuts gelten pro Setting. Und für jedes einzelne Profil könnt ihr diese Shortcuts festlegen. Die kommen hier ganz unten am Ende, noch nach den ProTune-Einstellungen. Und hier könnt ihr jetzt für die einzelnen vier Positionen irgendwas auswählen. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal hier, Slow-Mo brauche ich nicht. Dann gehe ich hier drauf und suche mir halt irgendwas aus, was für mich eigentlich praktischer ist. Ich sage jetzt zum Beispiel mal, ISO Max ist für mich ein Wert, den will ich dort haben. Wenn ich jetzt wieder rausgehe und das Setting entsprechend auswähle, dann habe ich jetzt hier drüben mein ISO Max Einstellung direkt auf dem Shortcut drauf. Das finde ich jetzt allerdings immer noch relativ umständlich, da jedes Mal reinzugehen und dann was auszusuchen, zumal die Anordnung in dem Menü irgendwie ein bisschen schräg ist, weil sie, glaube ich, unten rechts anfängt und dann gegen den Uhrzeigersinn geht, wie auch immer. Es gibt noch eine schnellere Version, indem ihr nämlich hier auf dem Home-Bildschirm einfach lange auf eins von den Shortcuts draufdrückt, dann springt ihr direkt in das Menü rein und sucht euch hier entsprechend das raus, was ihr jetzt an der Stelle wirklich darauf entsprechend belegen wollt. Ja, und so könnt ihr euch relativ schnell eure Shortcuts entsprechend belegen. Wer mein letztes Video, mein recht langes Video gesehen hat mit den Videoeinstellungen, der weiß natürlich, ich lege mir jetzt hier zum Beispiel die Sachen drauf, die ich immer brauche, um wirklich auf Belichtungssituationen reagieren zu können. ISO Max, die Belichtungskorrektur, und gegebenenfalls noch den Weißabgleich oder zum Beispiel das Farbprofil, wenn ihr davon was braucht. Ja, und so könnt ihr euch hoffentlich eure GoPro ein bisschen so anpassen, wie ihr es gewohnt seid zu arbeiten, sodass ihr schnell die Sachen findet, die ihr wirklich täglich braucht. Ja, und wie immer hoffe ich, dass euch der Quicktip was genützt hat. Wenn ihr keinen verpassen wollt, einfach Kanal abonnieren, Glöckchen anmachen, kostet nichts und ihr werdet immer informiert, wenn es was Neues gibt. Und tschüss!